Träume hat nie einmal schon die Heut von mir geschunden, dem Morgen von mir ausgesäugen, gelost in heule Wunden. Nor auskortschen die Wurzeln mir hat keiner nie gekannt. Und oto wir seht mich, leb ich auf der Welt. Ahoi, Herr Bäum, a schöner Bäum, a starker Bäum. Wort und Nigen. Ruth Levin erzählt wegen jüdische kulturelle Tours, Schreibers, Komponisten, Singers. Thank you.
Shalom Aleichem, deine Zuhörer. Wir haben angehoben unsere Audizie mit Nadirs Arie von Georges Bizets Opere Perlfischer in der Ausführung von Salvatore Litvitra, rekordiert auf Jiddisch vor dem Film Der Mann, was hat geweint von Sally Potter. Die Arie habe ich gebracht zu lieb der French Connection, weil Heinz will sich mir erzählen wegen Mordechai Litvin, dem größten jüdischen Übersetzer von Französisch und eine angesehene Persönlichkeit in der jüdischen Literatur. Mordechai Litvin ist weg von der Welt in Paris mit 25 Jahren zurück. Der Name Mordechai Litvin ist der Pseudonym von dem jüdischen Essayist und Übersetzer Mordechai Bojarin. Er ist geboren geworden in 1906 in Shavel, Shaulai, Lite, und hat verbracht seine ersten Kinderjahren in der Gegend von Kovno. Bis der erste Weltmilchome ist die Mischpoche vertrieben geworden von den Grenzen gen Russland. Wenn in 1921 hat Mordechai zurückgekehrt gen Kovne, ist er schon gewesen am Ewen in der russischer, deutscher, hebräischer und jiddischer Literatur. Er hat studiert humanistische Wissenschaften in Kovner Universität, dennoch Ökonomik, Philosophie und Kunstgeschichte in Berliner Universität. In 1933 hat er gedient in litwischer Armee, dennoch sich umgekehrt in Berlin, wo in 1935 hat man ihn arrestiert und vermischt zu 15 Jahren die Füße. Zum Glück ist er in 1938 befreit geworden und er auf der Zweiten Weltmilchome gekommen in Paris mit der Studentenwiese. Bis der deutschen Okkupation ist er weg in Durham, Frankreich und angehoben die Limudim in der Universität von Montpellier. Noch in 1942 ist er weg in Untererd und zugestanden zu einer Gruppe von Resistance-Partisanen. Lass mir hören jetzt ein jüdisches Wieglied, was heißt Lied von der französischen Revolution, in der Ausführung von Nizza Ranz. Das Lied ist rekordiert geworden durch Itzik Gottesmann auf einem Konzert in einem jüdischen Club in New York mit Jeff Warschauer auf der Gitarre. Dort dahin ist er gegangen,
streifen wir die Klagen, wo die Steinherben euch nach Leben, dort dahin ist er gegangen, wo es streifen wir die Klagen. Lied von der französischen Revolution. Agaf Schmerke Kaczerginski bringt dasselbe Lied in seine Sammlung Lieder von Ghettos und Lagern unter dem Titel Das Lied von unbekannten Partisanen. Anstatt auf dem Schafott, die Guillotine, ist dort der Tate umgebracht in der Gaskammer. Nach der Milchome hat Litwin sich besetzt in Paris. Bis 1958 ist er gewesen sehr tätig in die Kulturinstitutions von die Linke Kreisen, gedruckt Theaterrezensies und literarisch-kritische Essays, zwischen sie auch sehr wichtige Essays wegen Itzik Manger, Chaim Grade, Avrom Sutzkever und andere beulitzte jüdische Poeten. Achutzdem hat er gedruckt seine eigenen Lieder und euch veröffentlicht meisterische Übersetzungen von der französischen, russischen und deutschen Literatur. In Pariser Zeitschrift hat er Le Moschel veröffentlicht seine Übersetzungen von Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud und Emil Verhaeren. In New Yorker jüdische Kultur seine Übersetzungen von dem russischen Dichter Jewgeni Jewtuschenko. Seit 1960 hat Mordechai Litwin sich abgegeben, gemacht im Ganzen, zu Literatur und Literaturforschung, befragt im Gebiet von poetischer Übersetzung. Litwins Werk sind versammelt in zwei Bänden jüdischer Übersetzungen. Französische Poesie, Übersetzungen und Kommentar. Ein glänzender Zusteher zu jüdischer Literatur. Litwin ist gewesen ein größer Verehrer von der französischen Poesie und hat meisterisch übergegeben in Jiddisch alle ihre Nuancen. Und noch ein Band ist er aus in Tel Aviv in 2003, 10 Jahre nach Litwins Tod. Von der Weltpoesie. Übersetzungen von Französisch, Russisch, Deutsch. Ich will vorlehnen jetzt zwei Lieder von französischen Poeten in Litwins jüdische Übersetzung. Arthur Rimbaud, Im grünen Schenk. Fine Verseger noch Mittag. Hab 8 Messlessen lang die Stiefel mir gerissen auf Steiner von dem Weg, bis in Charleroi mit Butterbrot und Schinke hab bestellt ein bisschen im grünen Schenk, vor Nacht inmitten von Hoha. Hab ausgestreckt die Fies beim Tisch von Brettergrine, betracht die Zeichnung naive von Tapet, amoid mit Riesenbusen und verscheiter Miene von jenem Min, was hat nicht meure veraglet, rein is, och wie gut.
Sie hat gebracht mit Lachen auf blauen Teller alle die Geschmacke Sachen. Das Bräut, die Butter und die Schinke weiß und ros, behäucht mit Knobelduft, was kitzelt leicht die Nos. Und angefüllt a große Kufle Bier bis oben, was hat a später Strahl vergildet durch die Scheiben. Und wir verendigen unsere Odyssee mit einem von Ronsards Sonetten für Helene. Sonetten für Helene. Wenn ihr wird schon ein Altitschke in Ofen spinnen, beim Feier, bei a Licht und sorgen voll mit Zar, beim Murmeln mein Salid, was kommt euch auf den Sinnen? Jo, jo, es hat amol besungen mich Ronsar. Wird jeder Dienst, was wird euch dämmelt noch bedienen? Hagam von langer Arbeit halb verschlafen, starr, beim Klang von Nomen meinem neue Kraft gefinnen und leuben euch, was hat verdient, dass er mein Schar. Nur ich will liegen unter Erd in Stäub zu schotten, amirte wird mein Käfer hieten mit der Schotten. Und ihr wird sitzen bei dem Feier, alt und mied, bedeuern, mein Liebe, was ihr fleckt, verachten. Doch lebt mir, liebt je heint, und quenklenisch, und trachten, die Lebensreusen kleibt, kols man der Frühling blieb. Mir haben gebracht, an Odyssee wegen dem größten jüdischen Übersetzer Mordechai Litvin. Und das ist das heutige Programm von unserem kulturellen Kalender. Seid gesund von Jerusalem. Und das ist das heutige Programm von unserem kulturellen Kalender. Seid gesund von Jerusalem. Jod Hirsch gehört ein originelles Programm von Radio Yiddish Purtus. Ihr könnt gefinnen die frierdige Odysseus und andere Programme von unserer Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Yiddish Purtus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmste Odysseus. Yiddish Purtus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, die rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen, verspreiten unserer Kultur. Geht über zu unserem Webort www.yiddishpurtus.org www.yiddishpurtus.org. Dort wird ihr sehen, wie er soll das zu tun und eine Sache was zu lehnen. Hat er noch?